Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Supermarket Simulator. Ja, wir haben fast Supermarkt Level 15 erreicht. Deswegen würde ich sagen, öffnen wir gleich mal den Laden. Oh. Okay, wir haben fast keine Produkte mehr. Bin ein bisschen raus aus dem Spiel. Denn. Ja. Spiel ist jetzt auch schon länger nochmal gekommen. Auf dem Kanal, deswegen. Der hat ja fast alles ausverkauft. Ich schließe dabei den Laden nochmal. Ja, warten Sie. So. So. Wo waren Huben gestanden? Nicht so. Ach hier. So, dann sehe ich die ganze. Oh, wir haben sogar mit Level 15 erreicht. Das ist wunderbar. Dann können wir auf jeden Fall dann den Regal auch wieder schon mal bald einstellen. Ja, ich weiß, dass sie das nicht finden konnten. Ich muss ja auch erst aufhören. Würde ich aber sagen, könnten wir die ersten Kunden sogar schon mal reinlassen. Ach der. Oh Gott, ich wollte gerade an der Mülltonne den Laden aufmachen. Ach, Mann. Da hat es wieder gekracht. Ja. So. Genau, der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Ellerbach wird ja bald neu starten. Da gab es jetzt ein oder andere Problem mit dem einen oder anderen. Beziehungsweise eigentlich nur mit einer Person. Aber naja, kann man nichts machen. Hier oben ist Öl. Der wäre 6.500. Ja, gut, ne? Ich wollte halt erstmal warten, bis ich überhaupt den Regalauffüller kaufen kann, bevor ich mir ein Lager kaufe. Aber das werde ich jetzt dann auf jeden Fall auch machen. Genau. Der, wir haben auch kein Wasser mehr. Na, scheiß drauf. Ich kassiere jetzt erstmal schnell die hier ab. So, einmal das abkassieren. Mittlerweile mag ich ja Kartenzahler gar nicht mehr, ne? Mittlerweile mag ich die, die Bargeld geben, mehr. So. Zack. Schließe ich aber auch den Laden wieder. Ja, ich will jetzt gleich schnell das Lager kaufen, damit dann die ganze Zeit Kunden reinkommen. 16,50. So, sehr gut. Dann gehen wir jetzt einmal hier dran. Die Nudeln sind schon wieder da. Komm. Hier. Verwaltung war das, ne? Haben wir noch irgendwelche Rechnungen? Oh. Jetzt haben wir die einmal schon mal ab. Bei der Bank habe ich keinen. Nee, weil ich gar keinen Kredit aufgenommen habe. Genau, dann kaufen wir uns immer das Lager. Genau. Ja, komm, das vergrößern wir auch gleich mal.
Wir haben das Geld, ja. Jetzt, das passt. Jetzt kann man hier auch raus. Also ich weiß, es ist jetzt ein bisschen groß, aber ich will auch bald neue Produktlizenzen kaufen, deswegen brauchen wir so viel Platz. Und da muss ich auch gleich mal gucken, ob das mit dem Lagermitarbeiter auch funktioniert. Warte. Ich dem das einmal. Ah, wer war das, ne? Möbel. Genau. Hallo? Jetzt. Kaufen. So, wenn ich da jetzt hier einmal dem sowas hinstelle. Ah, zack. Und ich sage jetzt, okay, ich brauche hier einmal Nudeln und den hier. Und ich kaufe das jetzt. Okay, das spawnt immer noch da draußen. Okay, das muss ich noch gucken. Weil eigentlich habe ich da auch noch mal gekauft, dass es direkt eingepflanzt wäre schon. Dass das direkt, sag mal schnell, sag mal, einige, jetzt bin ich wirklich zu doof zum Reden. Dass das direkt hier eingelagert wird. Aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Naja, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Aber was ich dann auch gerne machen werde, ist schon mal den Lagermitarbeiter bestellen. Beziehungsweise einstellen. Bestellen kann ich nicht unbedingt. Ja, bestellen ist ein bisschen doof. Ich kann leider keinen Mitarbeiter bestellen, sondern kann nur einstellen. Genau. Den Auffüller einstellen. Ah, das steht sogar schon hier. Und wenn ich das jetzt kaufe, macht das dann einen Unterschied? Vielleicht brauche ich aber wirklich erst den. Ja, das steht immer noch da. Ja, da muss ich nochmal gucken. Vielleicht noch ein. Hatte der Mod ja eine Update. Ein Update. Und deswegen, vielleicht liegt es daran. Genau. Da können wir jetzt gleich eh den nächsten Tag sofort anfangen. So, gleich nächster Tag. Ah, okay. Wasser ist hochgegangen und was? Und Tee. Na, oder? Ach, keine Ahnung. Was ist denn jetzt noch hochgegangen? Ah, genau. Tee, aber Kaffee ist runtergegangen. Oh. Tee. Genau. Gut, dann können wir wieder auf jeden Fall schon mal öffnen. Das ist echt doof, dass man die erst immer ins Lager bringen muss. Weil eigentlich habe ich da wirklich eine Mutter runtergeladen. Naja, ich gucke einfach dann später nochmal und in der nächsten Aufnahme guck ich dann, passt das dann auch? So. Genau. So eine Erweiterung kaufen, weil dann machen wir das ein bisschen auch gleich mit Wachstum. Ah ja. So, da stellen wir doch nochmal um. Genau hier ein. Hier, hallo? Hier einmal. Und hier einmal. Ah, vielleicht hier stehen wieder 200 Kunden in der Kasse. So, Alter, okay, er macht Großeinkauf. Ja, also muss sagen, bis jetzt läuft unser Supermarkt echt gut aktuell.
Da kann man nichts sagen. Also. So. Jetzt sieht er die Hälfte, ist schon wieder ausverkauft. Boah, jetzt schiebt er die mal da. Kannst du wirklich, das ist so ein Abfuck. Ja, lass mich schon wusste, dass du das nicht finden konntest, aber ihr lässt mich ja auch alle nicht auffüllen. Okay. Das haben wir einfach mal übersehen. So. Mehl, wo war Mehl gestanden? Hier, ne? So, zack, zack, Kaffee. Ich muss sagen, das Wetter aktuell ist wieder ein bisschen mau. Also vor letztes Wochenende, heißt heute vor einer Woche. Also jetzt, wir haben ja gerade den 21.04. Ich werde das Video heute auch noch hochladen, weil ich aktuell nichts vorproduziert habe. Außer halt ein Multiplayer-Bus-Simulator, aber das kann ich ja selber, das lade ich erst hoch, wenn es Leon auch hochladet. Wahrscheinlich erst nächste Woche kommen. Genau. Und dadurch, dass Ellerbach jetzt auch nicht mehr kommt und wir haben auch keine Ranch-Folgen mehr, kommt halt sonst gar nichts mehr. Ein bisschen fuck, ne? Genau. Ach, da jetzt gebe ich sie. Oh, mein. 200 Mal verschieben gefühlt. Egal, jetzt habe ich dir einfach zu viel gegeben. Der hat genug, dass jetzt hier noch mehr Leute reingehen. Ah, okay. Einfach schon mal zu. Meine Güte, wirklich mittlerweile hasse ich die Leute mit Karte. Aber ist es denn echt auch so, dass man hier erstmal den Betrag eingeben muss auf der Karte? Ich dachte immer, das wird die Karte automatisch so erkennen irgendwie. Ich bin da jetzt auch nicht aus, ne? So gut kenne ich mich damit jetzt auch nicht aus. Gut, dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge eine neue Produktlizenz kaufen. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn euch die gefallen hatte, lasst ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.